Es wird Zeit für Mare, durch die rote Tür zu gehen. Also aktivieren will sie auch. Und ich glaube, dass wir dann so ziemlich durch sind hier mit diesem Eispalast. Diesem Bibber City Berg Eistempel. Keine Ahnung, wie das hier heißt. Eins von denen, sucht es euch aus. Und ich bin gespannt, auf wen wir hier gleich treffen werden. Oh, wir können direkt wieder zurück in den Hintergrund. Ich gucke mich aber erstmal hier um. Aha. Der ist echt. Wer bist du? Der große und mächtige Kristallkönig hat mir befohlen, hier jemanden passieren zu lassen. Dafür ist nichts Gutes im Schilde. Da muss ich dir nun leider sehr wehtun. Okay. Was zur Hölle? Also den kennen wir scheinbar schon, aber den noch nicht. Den grauen Kamek. Oder Magikooper. Er ist auch einer der Magier. Diese grauen Roben sind zwar nicht sehr modisch, aber irgendwie doch cool. Naja, 11 KP, 3 Angriff, keine Verteidigung. Er kann seine Kumpane mit Magie transparent machen. Wir können transparente Gegner nicht angreifen. Lass ihn uns schlagen, bevor er das spruchreif wird. Was meinst du? Ich meine, lasst uns tun! Hauen wir ihn erstmal auf die Robe. Psch, nicht Rübe, sondern Robe. So, was hat er jetzt vor? Nein, er macht zweimal. Okay, ich hab's aber einmal blocken können. Ich mache Fortschritte. Ich kann's aber blocken hier. Okay, wir können ihn nicht angreifen. Das ist fein. Ernsthaft, jetzt attackt ab. Jetzt brauche ich's nicht. Schade. Echt schade. Aber na gut. So. Boah, 14 Schaden wäre schon geil gewesen jetzt. Egal. Ja. Du kannst sprayen. Ich wollte eigentlich aufladen, aber dann dachte ich mir, ja komm. Der weiße Spike da, der kann nicht so viel. Kann mir nur ein bisschen auf die Schnauze hauen, aber das geht schon noch. Okay, ich würde sagen, wir prayen zweimal, weil was soll ich sonst machen? Ich kann ihn nicht angreifen gerade. Und ja, du hast gesagt, dein Boss lässt sich hier nicht durch, ne? Der König, so ist ihn genannt. Mhm. Heißt das, der ist da hinter der Tür oder was? Da sind wir ja schon fast am Ziel. So, ist das nicht mehr transparent? Ach, Mist. Ich kann jetzt einfach nicht das Timing. Absolut nicht. Schade aber auch. Zumindest kriege ich ein bisschen Luck ab. Mit mehr. Ups. Mit ein bisschen mehr Leben. Das war aus Versehen. Ach komm, ich. Mann! Ich wollte eigentlich mit Gumbare angreifen, aber ich habe zu schnell A gedrückt und dann ist es so passiert. Übrigens sieht es irgendwie so aus, als wenn die Statuen im Hintergrund nicht richtig ausgeschnitten worden, oder? Bin das nicht? Sah auf jeden Fall so aus im Kampf. Hä? Was zum... Oh Gott, wir müssen alle hier besiegen? Okay. Dann hole ich mal lieber Lucky Lester raus. Für mehr Damage. Ich lasse dich auch nicht vorbei. Ich tu's nicht. Ich tu's nicht. Ich tu's nicht. Ich lasse dich nicht vorbei. Wenn du hier vorbei willst, dann musst du erst an mir vorbei. Okay, und wo ist jetzt der Haken? Ich sehe ihn nämlich nicht. Nein, nein. Hurricane! Wenn es klappt, werden die Gegner davon geweht. Ich glaube, das brauche ich nicht. Nee. Machen wir mal das hier. Damit können wir alle schön 4 bis 7 Damage. 4 noch, schade. Ich weiß nicht, warum ich 7 dachte. Ich hatte Hoffnung, dass ich vielleicht mal ein bisschen Schaden machen würde hier gegen die. Und ciao. Auch noch 3. Mensch! Bräuchte mal wirklich ein Damage-Up, wenn es das gibt. Okay. Ich habe auf jeden Fall einen Plan jetzt. Na, die heilen sich. Der Erdbeben hat nichts gebracht. Okay. Ich gönne mir einen Himmelskuss. Damit ist Bobette nicht die einzige, die Mache küsst. Wenn Peter jetzt neidisch wird, dann ist sie selber schuld. So, und du kannst nicht, denn ich habe nicht aufgestockt. Das ist gar nicht gut. Egal. Das sollte reichen. Du hast doch hoffentlich 7 Schaden, oder? Er macht nicht 7 Schaden. Nein. War ja klar. Verdammt! Okay, einmal. Mann, ich schwöre es euch. Ich habe das Gefühl, ich treffe, aber dann
Treffe ich nicht. Oh, man. Gar nicht gut hier. Ich habe den... Sternenwind. Weißt du was? Komm, 3 BP. Machen wir einmal Sternenwind. Auf alle. Und dann hole ich mir noch ein Item, was mir die BP wieder auflädt. So. Ja, Ahornsirup reicht. Nein, warte. Oh, ich Idiot. Ich habe doch jetzt ein Level Up. Ich sehe es erst jetzt. Nee, stopp. Kein zweiter Griff. Ja, Verschwendung. Komplette Verschwendung. Oh, Mann. Also von den BP. Im Endeffekt dauert jetzt der Kampf halt eine Runde länger. Aber es ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Okay, und wo tue ich dann jetzt meine... Meine Punkte reinstecken von meinem Level Up. Hm. 30 BP hört sich gut an. Machen wir 30 BP. So. Okay. Ernsthaft, noch einer? Also langsam wird's langweilig, oder Kollege? Findest du nicht? Hey, hast du nicht zugehört, Mann? Ich sagte, ich drehe mich nicht vom Fleck. Hast du kapiert? Hast du eine Vorstellung davon, wie sauer der Kristallkönig sein wird, wenn ich dich vorbeilasse? Ich will nicht, dass er sauer auf mich ist, deshalb muss ich dir jetzt eine Lektion erteilen. Machen wir die Sprechblase gegen die Wand. Na egal. Ah, der Grüne mal wieder. Den haben wir schon länger nicht mehr gesehen. Okay, Freunde. Wie schmeckt euch ein Sternensturm zusammen mit ein paar Stachis? Ich weiß, das gefällt euch, oder? Ich meine, okay, es ist nicht immer der gleiche Kampf. Es ist ja anders, aber... Ich finde, es hätte noch ein bisschen mehr anders sein können, wenn ihr wisst, was ich meine. Ein bisschen mehr Variation hätte auch nicht geschadet, als immer nur ein anderer Magikooper. Bam. Ja, ein Erdbeben nächste Runde reicht, dann sind alle down. Yeah! Zweimal geblockt! Einmal geblockt! Komm schon, komm schon, komm schon! Okay, keinmal geblockt. Pass jetzt! Oh Mann, was geht ab? Oh. Ich hätte das auch jetzt schneller machen können, aber egal. Okay. Dann wollen wir nochmal in den Hintergrund gehen, wa? Denn dort können wir nun jetzt aus dem Hause raus. Ist da was? Ne, ich glaube nicht. Ich bin gerade überlegen, soll ich es mit Bombett probieren, das zu sprengen? Nein, komm, ich glaube nicht. Nee, das führt mich wieder zurück, das will ich nicht. Ich will hier lang. Ich will hier raus, Mann! Sonst wäre ich doch verrückt, ey! Ich hole mal Gumbare raus, falls jetzt wirklich schon der Boss kommt. Obwohl ich es noch nicht glaube. Weil irgendwas muss ja auch noch passieren. Ist das ein Spiegel? Das ist kein Spiegel. Ah, Bombett. Mal wieder. Ich find's cool. Bombett wird hier sehr oft benutzt in dem Tempel. Ist aber nicht der gleiche. Ist generell nicht alles das gleiche. Es ist kein Spiegel. Okay. Was für eine freakige Kacke geht jetzt hier ab? Na, das ist ja alles fake. Ihr seid alle fake. Oh Mann, jetzt muss ich wirklich wieder gegen die kämpfen. Soll ich mich ja hochleveln oder was, Spiel? Also ich habe wirklich gerade das Gefühl, man soll sich hier richtig krass noch hochleveln. Hochspielen. Aber weiß ich jetzt nicht, ob das sein muss. Bam! Schon getroffen. Ihr wisst ja, ich kann eigentlich den letzten Jump nicht machen. Aber jetzt habe ich ihn geschafft. Nein! Komm, ich will es einmal schaffen. Oh, das war schon mal nicht schlecht. Das war schon mal nicht schlecht. Wir steigern uns, ja? Bam. Wow, wow, wow. Die geben aber auch nicht so viel XP. Vor allem nicht der Magic Cooper. Der vor allem nicht. Die geben zumindest 3. Aber wie gesagt, ich bin hier nicht zum Farmen. Auch wenn es gerade ziemlich gut funktioniert. Ich bin hier, um abzuhauen.
Wie komm ich denn da hin? Hey! Ist hier irgendwo was? Nee, ich keine Ahnung. Warte mal. Aha, was geht denn da ab? Was geht denn hier ab? Cooper? Er zeigt mir einfach, was ich machen muss. Danke, Kollege. Sehr nett von dir. Kann ein bisschen dauern. Ja. Was zum... Luigi? Was zum... Mario, ich bin der echte Cooper. Aber das weißt du natürlich nicht, wahr, der Junge? Mario, sieh mich an. Ich bin der einzige echte und wahre Cooper. Niemand sonst sieht aus wie ich. Mario, komm schon. Ich bin Cooper. Ich meine, das ist doch lächerlich. Ich bin der echte Cooper. Söhnchen, du glaubst mir doch, oder? Ich bin der echte Cooper. Du bestehst doch wohl kein Zweifel, oder? Doch? Okay, alter Kumpel. Am besten ist es, dass ich diesen Betrüger einem nach dem anderen über. Das ist eine gute Idee. Hey, Bro. Verhau sie alle außer mir, okay? Okay, Luigi. Erstmal die alten... Opa, bam! Du musst über so eine Art sechsten Sinn verfügen, Söhnchen. Ja, du hast schon mein Anwalt zu sagen bekommen. Das wollen wir mal sehen. Oh, warum immer auf die Alten? Aber gute Arbeit, du musst die Augen des Otters haben, um mich zu erkannt zu haben. Verflixt und zugenäht. Bam. Mario, gut gemacht. Ich weiß zwar nicht, wie du das geschafft hast, aber du hast mich erkannt. Oh, tschüss. Jetzt ist die Frage, ne? Hey, Brown, du weißt doch, ich bin Cooper-Mann. Als mein Bruder musst du doch in der Lage sein, das zu erkennen. Gay, Luigi? Brown, ich hab doch so oft gesagt, dass ich der richtige Cooper bin. Das ist ungemein. Mann und Witz, ich hab wirklich geglaubt, dass du es glauben würdest. Na, ich war kurz davor. Ja, ja, gut gemacht, Mario. Ich wusste, du würdest es schaffen. Das waren die schlechtesten Verkleidungen, die ich jemals gesehen habe. Naja, also, die sahen schon so ein bisschen aus wie du. Mein ja nur. Was soll geht hier ab? Und ich habe gedacht, wir wären hier schon fertig mit dem Dungeon, aber auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Da war was hinter unter mir. Da ist was. Bam. Mann, ich krieg das einfach nicht mehr hin. Ah, man muss da so am Rande stehen. Ah. Yeah, ich hab's erstmal geschafft. Bist du feier? Kollege? Kann man dir helfen? Bam. Okay, dann nicht. Das war dieser eine Boss aus Mario World, glaube ich, oder? Diese Rhyhorns. Ist das Ding unsichtbar? Ist das vielleicht mal einmal ausnahmsweise ein echter Spiegel? Tatsache. Wow. Einmal einen echten Spiegel hier in dem Spiel gehabt. Krank. Ich bin fasziniert. Aber den Schlüssel haben wir da noch nicht. Und hier brauchen wir nochmal einen Schlüssel. Hm? Seltsam. Hä, oder war das nicht? War das jetzt doch ein Spiegel oder nicht? Ich bin gerade komplett verwirrt. Geh erstmal nach oben. Mhm. Also bist du ein süßer Kleiner. Ein süßer kleiner Fratzi, komm, beweg dich mal, ja? Hau mal ab da. Warte mal, nein, warte. Nicht so viel. Ah! Oh nein, wo sind wir denn jetzt? Ach, bitte nicht. Nein. Ich habe keine Lust auf eure Kämpfe. Das ist doch bestimmt ein Schlüssel, oder? Nein, ein P-Rauf-V-Up-Orden. Senkt die Angriffskraft um 1. Nee, erhöht die Angriffskraft um 1, senkt die Verteidigung um 1. Also genau das Gegenteil von dem Orden, was wir letztes Mal bekommen haben. Okay, mehr Attack, dafür weniger Verteidigung. Ja, geil. Kann ich ja gleich beide Orden auf einmal ausrüsten. Geil. Let's go. Da bin ich dabei. Schüttet mal ganz viel OP mit und dann... 0-0. Schön ausgeglichen. As everything should be. So. Dann mal durch da. Nicht? Wieso nicht? Versuch's nochmal. Versuch's nochmal. Hey. Mann, nicht drüber. Halt den Knopf.
Nee, der will nicht. Okay. Schauen wir nochmal unten bei diesem Rihorn-Raum rein. Ob sich da jetzt... Hallo. Mann. Ob sich da jetzt irgendwas getan hat, jetzt wo wir es verschoben haben. Vielleicht ist da jetzt einfach ein Schlüssel auf dem Boden. Keine Ahnung. Vielleicht ein Tipp, wie wir auf die andere Seite kommen, weil da müssten wir auch noch hin. Wir schauen mal nach. Hallo, guten Tag. Ach, guck mal hier. Hier ist jetzt auch ein Loch. Mhm. Ich springe natürlich in jedes Loch rein, was ich sehe. So, wer ist da? Hä? Wieder so ein Geist. Du gehst mal auf den Geist. Du Geist. Du Bettlaken. Komm, das ist aber ein Schlüssel. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes! Öffne ein verschlossenes Tor und kriegst ein Palastschlüssel. Okay, aber es sind ja zwei Tore. Ist das jetzt egal? Da muss ich jetzt richtig raten. Weil nicht, dass es irgendwie heißt, ja, hättest du aber die Tür genommen, wäre ja offensichtlich ein Secret gewesen oder sowas. Keine Ahnung. Ich würde... Weiß nicht. Ich glaube, im Hintergrund, in dem Spiegelraum, wird vermutlich eher ein Secret drin sein als hier vorne. Deshalb mache ich mal den im Spiegelraum. Es ist kein Spiegel, aber tu mal so. Hä? Bin da gerade durchgegangen. Na egal. So, rein damit. Das war beide auf? Was zum... Was so? Also die leben ja unten da. Warte mal, das ist jetzt ein riesiger Raum. Hi? Du kannst ja nicht vorbei, ohne dieses Rätsel zu lösen. Sobald du es geschafft hast, lassen wir dich weiter. Sind die nicht aus Mario World? Du kannst hier nicht vorbei. Oh. Du kannst hier nicht vorbei. Warte, den habe ich jetzt gedreht. Aha. Wo müssen die denn hinschauen? Müssen die alle in eine bestimmte Richtung hinschauen? Hm. Vielleicht links, Mitte, rechts? Keine Ahnung. So. Das Rätsel zu lösen. Kommst du hier nicht weiter? Was soll das ja eigentlich darstellen? Kann ich die schieben? Ich kann die schieben. Die bewegen sich doch wirklich. Oh Gott, das ist weird. Hä? Was? Warte. Der kann ja schon mal auf sein Feld drauf. Ja. Aber die anderen beiden kann ich nicht auf deren Feldern. Doch, jetzt schon? Hm? Okay, vielleicht habe ich das, falsch angegangen? Ach, die können nur in die Richtung geschoben werden, wo sie hinschauen. Kann das sein? Ich glaube, das ist es. Okay, ja. Alles klar. Und ich dachte, das wird viel, viel komplizierter. Glücklicherweise nicht. Sieht doch ein bisschen komisch aus, wie sich immer drehen hier. Na gut. Das war der Mario-Sound für... Wer bastelt denn da den roten Teppich für uns aus? Dankeschön. Warum fliegt er so? Der fliegt hier einfach, der rote Teppich. Aladdin, bist du's? Oh ja, das hier ist nicht nur Aladdin, sondern das hier ist direkt der Bosskampf, glaube ich. Heilblock und safe? Das ist sehr verdächtig. Und wir sind draußen. Wer ist in meinen Palast eingedrungen? Ich war's. Oh mein Gott, der Eiskönig. Aber hoffentlich nicht der Eiskönig. Er hat nicht mal ein Gesicht, er hat nur so zwei fliegende Augen, kein Kopf. Der Geist. Mario, du bist also endlich da. Du glaubst also tatsächlich, den Stern retten zu können? Aber ich fürchte, ich kann das nicht zulassen. Zuerst werde ich dich besiegen und dann werde ich Bowser einen Mario auf Eis zum Geschenk machen. Hey. Ich glaube, es hackt bei dir. Splitterschirm? Okay, erstmal er. Ja, das ist der Kristallkönig. Er gehört zu Bowsers engsten Verbündeten. Ich habe keine Ahnung, wie er es geschafft hat, den Palast zu übernehmen. 70 KP, 6 Angriff, 2 Verteidigung. Er greift an, indem er Splitterchen auf dich abfeuert. Jede Attacke verursacht 4 Punkte Schaden. Die Anzahl der Angriffe entspricht der Anzahl der Splitterchen. Er wird auch versuchen, dich einzufrieren.
Wenn seine KP niedrig sind, wird er versuchen, sich zu teilen. Ein Angriff hat dann eine Stärke von 8. Du kannst ihn nur verletzen, wenn du seinen wahren Körper triffst. Wenn du dir nicht sicher bist, solltest du alle auf einmal angreifen. Oh, damn. Das ist jetzt hier ein harter Kampf. Okay. Wie gehe ich das jetzt an? Würde Erdbeben alle treffen? Nein. Okay. Vielleicht machen wir... Machen wir vielleicht erstmal den Sternsturm? Ich glaube, ich will mir tatsächlich lieber mal die Sternpunkte aufsparen für den Himmelskurs. Ich glaube, ich greife einfach an. Ich greife einfach mal an. Okay, er hat halt sehr starke Verteidigung. Und, wow! Alter! 9 Schaden hat er mir jetzt gemacht dadurch. Okay, krank. Du lädst dich auf. Da sind ja gar keine Spitzerchen. So, sehr gut. Ja, ich schätze, ich greife ihn nochmal an, oder? Ich mache halt kaum Schaden gegen den. Ich hätte vielleicht ein paar Feuerblumen mitnehmen sollen oder so. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt kommen seine Spitzerchen wieder. Mhm. Die sind aber alle anders, ne? Oder? Ich glaube nicht. Das sehen halt alle anders aus. Das ist ein Splitterchen. Grundsätzlich sind Splitterchen nur Stücke des Kristallkönigs. Du kannst sie leicht zerstören. Sie haben nur ein KP und sind nur gefährlich, wenn der Kristallkönig sie ausspeit. Ihre Verteidigung beträgt 0. Sie sind eher schwach. Aber sie werden immer wiederkommen, bis du den Kristallkönig besiegt hast. Ja, das ist mir klar. Und dass der Erdbeben das nicht trifft? Ja gut, das macht Sinn, aber es nervt mich trotzdem. Ja, es macht keinen Sinn, hier anzugreifen. Dann mache ich halt... Ich hatte 3 Schaden weniger, so, aber weiß ich jetzt auch nicht. Ich kann das nicht blocken. Ich kann das einfach nicht, Mann. Okay, wir machen folgendes. Multikopfnuss. Und dann wechsle ich aus. Zu Lucky Lester. Okay, okay, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Not bad, würde ich mal behaupten. Wie er immer so guckt, so wie so ein Zombie. Okay, okay. Ich sehe schon, ich sehe schon. Du willst den Stachywurf abhaben, was? Boah, 2 Schaden nur auf ihn. Fallen die so wie Steine auf dem Boden, auch cool. Was habe ich eigentlich so für Items? Habe ich irgendwas Interessantes? Ich könnte den Stein nach ihm werfen. Das beleidigt ihn aber nur. Ich glaube, das hilft mir nicht. Ich greife mal weiterhin an. Das ist ein harter Brocken hier. Ein harter Bursche. Aber ich glaube, Lucky Lester auf meiner Seite. Nein, doch nicht. Was zur Hölle? Das ist gar nicht gut. Wolke 9. Damit wir keinen Schaden haben. Bom, bom. So, 4 Runden lang. Weniger bis gar kein Damage. Komm schon. Okay. Dann macht die Viecher wieder. Schön. Aufgetaut. Aber warum kann er sich nicht bewegen? Warum kann er sich. Ernsthaft? Wegen der Wolke kann er sich nicht bewegen? Ist das wirklich so? Naja, egal. Lucky Lester kann ja trotzdem 2 Schaden auf den König machen. Das ist besser als nichts. Und seinen Angriff hier entfernen. Mhm. Ja. Oh, schön. Nicht getroffen. Doch, jetzt kann ich angreifen. Okay, interessant. Ich heil mich. Einen Himmelskuss für Mario, bitte. Dann ist er schon fast full. Und ansonsten, glaube ich, hat der Kampf nichts Neues zu bieten, oder? Außer, wie Gumbare gesagt hat, er ist halt low. Und hat dann einen neuen Angriff vielleicht? Schauen wir uns das gleich mal an. Erstmal mache ich einen normalen Angriff. Aber was soll ich bitte sonst machen? Bam. Aha, ja, die Viecher wieder. Ist klar. Okay, okidoki. Entfernen wir die schnell. Tschüss, 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 tschüss. Und Mario setzt einen Jump ein. Gut, dass die Krone keine spitzen Stacheln hat, auch wenn es so aussieht. Zählt zum Glück nicht. Full Heal, let's go! Schade.
Ah, schade. So viel zum Full Heal. Und Wolke 9 ist natürlich jetzt, genau jetzt, wieder weg. Ach ja, komm, Fokus mal. Wie er guckt, so ganz traurig. Kannst du bitte Fokus geben? Ernsthaft? Noch ein Angriff? Ich glaube, es hackt's, Kollege. Noch ein Fokus. Noch ein bisschen mehr Fokus. Noch ein bisschen mehr Sternenergie, bitte. Wir haben extra den Orden, dass wir mehr dafür bekommen. Fühlt sich jetzt nicht so an. Oh! Schon zweite Phase erreicht. Oh. Was habe ich denn letzte Nacht getrunken? Ich sehe ihn auf einmal mehr als einmal. Akilester, kannst du mir helfen? Nee, er betet leider noch. Ich habe mich ja zu schnell angedrückt, ne? Mann, ist das nervig. Egal, dann nutze ich das jetzt einfach mal für den Sternensturm. Jetzt habe ich Pech gehabt. Komm. 7 Schaden machen wir auf jeden Fall. Und hoffentlich können wir damit herausfinden, wer davon der Faker ist. Okay, der vordere ist der richtige. Sehr, sehr gut. Ach Mann! Kann man das ablocken? Bestimmt kann man das, aber ich bin einfach nicht gut genug dafür. Und schon wieder, ich habe wieder zu schnell eingedrückt. Gott, nervt mich das. Okay, egal. Passt schon. Ist in Ordnung. So, ich setze dann mit Lucky Lesser die Attacke ein, dass ich alle angreife. Außer ich fokus jetzt aus irgendeinem Grund wieder. Komm, stopp. Danke. Stachiwurf! So heißt es. Genau. Ich weiß nicht, also ihr wisst ja, ich fand den letzten Boss, diesen Wolkenboss, ziemlich easy. Und der hier ist jetzt auch nicht wirklich schwer. Wenn ich ehrlich bin mit euch. So, nochmal 3 Schaden kann ich machen. Whee, bleib. Auf den Kopf. Was? Einfach so? Wie jetzt? Hä? Ist ja wohl ein schlechter Scherz. Also was? Er kann sich einfach so 20 heilen? Einfach aus dem Nichts? Also, okay, Mario kann das, aber das heißt doch nicht, dass er es auch machen kann. Was zur Hölle? Ich bin schockiert und verwirrt. Aber sowas von... Nein! Ich wollte angreifen, ich wollte nicht fokussen. Ja, gut, dann mache ich das halt nochmal. Jetzt habe ich Pech. Jetzt habe ich es natürlich auszusehen wieder gemacht. Ich sollte vielleicht Wolke 9 öfter einsetzen, damit ich nicht die ganze Zeit einfriere. Ist halt nur schwierig. Wenn ich die ganze Zeit auf Fokus drücke. Ich hab's geblockt. Ich schwöre es euch, ich hab's geblockt. Mann! Eine Kacke. Was mache ich jetzt? Ich mache den Stachiflip. Zack. Mhm. Muss dann der KP wieder runterbringen. Das ist ja wieder dem Blödsinn. Okay, wir machen das folgendermaßen. Ich greife jetzt mit Lucky Lester alle an und dann nächste Runde mache ich Wolke 9. Das ist der Plan. Wie sieht es mit dem BP aus? Klappt das mit dem BP her? Nein. Das kann mit dem BP her nicht so. Ist nicht schlimm, weil ich einfach gleich mit Mario 2 Items einsetze. Kann ich auch nicht, ich kann einen Item einsetzen. Ich Idiot. Das klappt nicht. Wieso kann der das einfach? Was? Wie soll ich denn gewinnen, wenn er die ganze Zeit sich selbst heilen kann? Ist ja komplett OP. Ich kann auch nur 10 BP wiederherstellen. Mein Gott, ist ja gar nichts. Mario ist sehr, sehr durstig heute. Ja, weiß ich nicht. Ich kann ja nichts gegen ihn anrichten. Oder? Machen wir erstmal Wolke 9, damit ich die ganze Zeit einfriere und mehr machen kann. So, sorry für die lange Folge heute. Wir machen aber den Kampf hier noch. Ansonsten muss ich vielleicht ein bisschen rausschneiden hier, wenn das zu lange dauert. Okay, wir machen Doppelgriff und machen 2-mal Ahornsirup. Da wir genug drauf haben.
Genau, und nochmal. Also was war das jetzt? 3, 4 BP, um noch ein Item einzusetzen? Um nochmal 20 BP zu heilen. Jetzt sind wir schon mal bei fast 30. So, Lucky Lester. Ja, ich schätze, du greifst einfach nochmal an, warum nicht? Bam. Ich weiß nicht, was ich tun soll, ne? Ich schätze, einfach weiterhin die ganze Zeit angreifen und Wolke 9 spam. Was anderes würde mir tatsächlich gerade nicht einfallen. Bin ich ganz ehrlich mit euch. So. Mhm. Schwimmen auf ihn drauf. Das macht er zumindest schon mal 4 Schaden. Mhm. Schon mal nicht schlecht. Schade. Das ist ja das Problem. Das garantiert nichts. Ich habe auch so viel Schaden jetzt wieder genommen. Das ist so eine Kacke einfach. Das ist so eine Kacke. Ja. Ich glaube, ich spure ich das vor. Es passiert hier nichts Neues mehr. Mann! Ja, dann verschwende ich jetzt wohl meinen Gelee Royal. Ach cool, da halt sich mal nicht. Wehe, der Kollege hier kann sich nochmal heilen, ja? Dann habe ich aber ein riesiges Problem hier in diesem Kampf. Wenn er mich ständig nur einfriert und mich damit richtig auf die Palme bringt, ja? Dann ist es das eine. Aber wenn er sich die ganze Zeit auch noch dagegen heilt, und das mehrmals, das ist was anderes hier. So, unter 20 Leben haben wir noch nicht gebracht, aber... Was macht denn jetzt? Jetzt fliegt der. Jetzt kann ich kein Erdbeben mehr machen. Toll. Nicht, dass das jetzt wirklich irgendwas so ändert, aber... Trotzdem. Ja, ich würde gerne Wolke 9 machen, aber ich traue mich nicht. Komm. Woher ist der echte von euch? Der vordere. Das weiß man halt nie. Hätte natürlich raten können. Einfach raufspringen oder so, aber. Und nochmal einfrieren. Ja, geil! Yippie! Ach, das macht ja Spaß! Das ist der schönste Kampf in meinem Leben. Ach, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich hier freue. Und nochmal den gleichen Müll. Yippie! Ach, ist das ein schöner Kampf. Ganz toll. Für mich sieht es immer so aus, als wäre dieses Loch in seinem Umhang der Mund. Und alles drumherum, dieses Weiß, ist aber so sein Bart. Seht ihr, was ich meine? Das ist das, was ich hier gerade ganz sehe. Und ja, ich versuche es mir hier gerade positiv zu machen. Lasst mich. Komm, er ist fast down. Solange er sich nicht mehr heilen kann, ist er fast down. Komm, treff nochmal. Ja, geil. Lucky Lester, das macht einfach komplett den Solo-Run. Komplett. Das ist mir jetzt auch egal. Mit Mario. So, dann macht er ihn halt alleine down. Mir doch egal. Dann ist es jetzt so. Solange wir den Kampf jetzt hier gewinnen. Und selbst wenn Mario stirbt, ich habe einen One-Up. Passt. Ist in Ordnung. So, bring. Ja, weiß ich nicht. Also, ich bin absolut kein Fan von diesem Bosskampf hier. Super nervig. Unkreativ. Was soll ich noch sagen? Also, ein dickes L von Nintendo hier bei diesem Kampf. Ein dickes L. So, ding. Wie viel hält er mich? Mindestens 10. Muss schon. Muss. Mindestens 10. Sonst ist es Scam. War das mindestens. Ich darf mal angreifen mit Mario. Krank. Als ob. Sheesh.
So. Der Spaß ist jetzt vorbei, Kollege, ja? Es reicht jetzt. Mein Gott. Lass mich das nie wieder machen, bitte. Okay, zumindest kriegt man sehr viel Sternpunkte dafür. Oh nein, der letzte der hohen Sterne. König Bowser, vergib mir. Was ist mit dem passiert? Keine Ahnung. Ich will es doch gar nicht wissen. Ich hoffe, er ist in der siebten Hölle. So. Und wir kriegen den siebten Stern. Für den Dank, dass wir das jetzt hinter uns haben. Sieht aus wie der Vater, der nach einer Zeit endlich zurückgekommen ist. Hier keine Ahnung, was mir los ist jetzt, aber egal. Wir haben ihn gerettet. Der Schmerz ist vorbei. Was bleibt, ist der Schmerz. Und das war's mit Kapitel 7.